Zurück im Klassenzimmer. Im Osten hat die Schule begonnen mit intensiven Corona-Tests, um Schullockdown zu verhindern. Wie zuversichtlich kann man sein? Dazu die Wiener Mittelschuldirektorin Erika Tiefenbacher. Pandemie beendet. Als erstes EU-Land schafft Dänemark ab Freitag alle Corona-Einschränkungen auch für Events und Nachtgastro ab. Mundtot gemacht. Die Ikone der Oppositionsbewegung in Belarus wurde gemeinsam mit ihrem Mitstreiter zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt. Schönen Abend, willkommen bei der ZIB Nacht. 500.000 Schülerinnen und Schüler im Osten sitzen seit heute wieder in den Klassen. Und diesmal heißt es vom ersten Tag an ab zum Corona-Test. Dreimal die Woche, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Wie das in der Praxis funktioniert, darüber reden wir gleich. Zunächst noch der Blick auf die aktuellen Infektionszahlen. Die steigen nämlich gerade wieder, vor allem auch in den Spitälern. 28 Menschen am Coronavirus erkrankt liegen in Oberösterreich aktuell auf der Intensivstation. 25 von ihnen sind nicht doppelt geimpft. Auch in den Wiener Spitälern zeigt sich die vierte Welle bereits deutlich. Einige normale Krankenstationen werden nun wieder zu Covid-Stationen. Und wie wird das weitergehen, wenn jetzt zunächst mal im Osten auch die Schulen wieder aufmachen und noch mehr Menschen auf engem Raum zusammenkommen? Der Bildungsminister besucht eine Schule heute am ersten Unterrichtstag in Wien. Wir haben so viel dazugelernt, wie wir mit dem Virus umgehen können, dass ich eigentlich optimistisch bin. Wie viel man dazugelernt hat, wird jetzt dem Praxistest unterzogen. Mehrmals die Woche wird getestet, auf den Gängen Maske getragen. In 3 Wochen will man sich anschauen, wie das funktioniert hat und gegebenenfalls regional nachschärfen. Und über die Herausforderungen des neuen Corona-Schuljahres wollen wir jetzt sprechen mit der Direktorin der Mittelschule Währing im 18. Bezirk in Wien, Erika Tiefenbacher. Einen schönen Abend. Schönen guten Abend. Ja, Schulbeginn ist immer eine sehr herausfordernde Zeit, noch dazu in Corona-Zeiten. Wie ist denn der erste Schultag an Ihrer Schule gelaufen? Der erste Schultag war wie jedes Jahr sehr, sehr aufregend. Diesmal mit dem Spannungsfaktor Corona und der Bewältigung natürlich noch ein bisschen aufregender. Jetzt muss man dazu sagen, 230 Schülerinnen und Schüler besuchen ihre Schule. 100% davon haben Migrationshintergrund. Wie groß war denn da die Herausforderung, auch alle rechtzeitig auf das neue Prozedere mit den vielen Testen auch vorzubereiten und zu informieren? Also zu informieren, die 2. bis 4. Klassen haben ja Schoolfox. Da können die Eltern übersetzen, wenn das notwendig ist, weil es können ja auch viele Deutsch. Aber mit den Erstklässlern hatten wir schon etwas Bauchweh, haben deswegen nicht im Turnsaal gemeinsam eröffnet, sondern waren im Schulhof. Es war heute schönes Wetter. Das heißt, es hat eigentlich alles reibungslos funktioniert. Laut Bildungsdirektion wurden aber doch 106 Schülerinnen und Schüler jetzt in der gesamten Ostregion positiv auf Corona getestet. Gab es auch an Ihrer Schule Kinder? Zum Glück nein. Zum Glück nein, aber es ist davon auszugehen, dass es vielleicht nicht so bleiben wird. Um das eben zu verhindern, soll jetzt 3-mal die Woche getestet werden, 2-mal mit PCR-Test. Was bedeutet denn dieser zusätzliche Aufwand jetzt auch für Sie? Also ich hoffe, er bedeutet eine Entspannung, sodass alle sicher sind, dass Schule sicher ist. Und wir wünschen uns, dass mit der wirklich engmaschigen Testung am Montag sowohl Antigentest, Montag und Mittwoch PCR-Test, dass alle, sowohl die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer, beruhigt unterrichten können und der Alltag endlich einkehrt. Aber es heißt, es gibt genug Personal, um das alles auch bewerkstelligen zu können. Also es gibt nie genug Personal in der Schule und es braucht Administration, die ich, weil ich nicht selber eine zusätzliche administratorische Kraft habe, das auch weitergebe an die Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt in der Schule testen. Und ich glaube, diese Administration ist am Anfang eine große Herausforderung, weil wir sie ja alle noch nicht kennen. Wir hatten das Problem unter Anführungszeichen auch bei den Antigentests und die waren am Ende des Schuljahres sehr selbstverständlich. Und das wünsche ich mir auch bei den PCR-Tests. Jetzt gibt es aber auch kritische Stimmen, auch aus der Lehrergewerkschaft, die sagen, es bräuchte in jedem Fall, gerade jetzt in dieser Situation, mehr Personal. Es bräuchte auch mehr Luftreiniger in den Klassen. Es bräuchte mehr Impfkampagnen, um auch die über 12-Jährigen sozusagen zum Impfen zu bewegen, mehr Aufklärung. Was sagen Sie dazu? Ich muss sagen, der heurige Schulbeginn ist um ein Vielfaches besser organisiert worden seitens des Ministeriums und seitens der Bildungsdirektion. Wir wurden im Vorfeld schon
ausführlichst informiert, mit Materialien überschüttet fast schon, dass manchen schon zu viel war. Und wir mussten selektieren, was ist jetzt für uns wichtig, was brauchen wir, was ist aktuell. Wenn es aber jetzt doch so weit kommen sollte, dass es zu Schulclustern kommt, auch an Ihrer Schule, beziehungsweise auch auf vielleicht mehrere Lehrer positiv getestet werden, bröckelt dann das System, bricht dann alles wieder zusammen? Also ich glaube, dass wir da schon ziemlich gut aufgestellt sind und aus den Erfahrungen gelernt haben. Es gibt genug Hotlines, wo man sich informieren kann, wie die Situation ist. Dadurch, dass die meisten Lehrerinnen und Lehrer bereits geimpft sind, fällt es weg, dass K1, dass sie K1-Personen sind, sowohl bei den Kindern als auch bei den Kollegen und Kolleginnen und können dann trotzdem unterrichten. Also mit Optimismus ins neue Schuljahr. Mit Optimismus. Vielen Dank, Frau Tiefenbacher, für den Besuch. Gerne. Und vor dem Hintergrund von Schulöffnung und gleichzeitig steigenden Zahlen in den Spitälern hat Bundeskanzler Sebastian Kurz heute im Sommergespräch dargelegt, welche Maßnahmen auf das Land zukommen könnten, wenn sich die Lage weiter zuspitzt. Mein Wunsch ist, ohne freiheitseinschränkende Maßnahmen durchzukommen. Und wenn es notwendig ist, dann werden wir sicherlich nicht Geimpfte einschränken, die ja geschützt sind. Und um Bereiche zu nennen, wo es möglich ist, sozusagen auch diese offen zu halten, aber eben nicht für alle. Das ist die Nachgastronomie, das können Großveranstaltungen sein, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Kommt also 1G für die Nachtgastro? Die Clubs hatten das ja bereits im Vorfeld als den Todesstoß kritisiert. Notfalls wollen Gastrovertreter gegen eine solche Regelung vor den VfGH ziehen. Einen ganz anderen Weg schlägt Dänemark ein. Da kann man ab Freitag wieder in Clubs und Diskotheken gehen. Und zwar ohne Maske, ohne Testen oder Impfnachweis. Nachdem 72% der knapp 6 Millionen Dänen geimpft sind, hat die Regierung jetzt beschlossen, dass alle Corona-Einschränkungen wegfallen. Vergnügungen. Jetzt wieder ohne Einschränkungen. Ein Vergnügen. Wie in Tivoli, dem zweitältesten Vergnügungspark der Welt. Keine Masken, kein Impf- oder Testnachweis mehr. Diese neuen, alten Freiheiten feiert man mit einem Blumenfest. Dieser Tourist aus den Niederlanden erlebt das als ersehnte Rückkehr zur Normalität. Auch Gaststätten, Fitnessstudios oder Frisiersalons kann man wieder ohne Corona-Pass besuchen. Die Maskenpflicht ist aufgehoben, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir atmen auf, sagt er. Jetzt brauchen wir Gäste ohne Corona-Pass nicht mehr abzuweisen. Besonders die Jungen genießen das. Wir können wieder viel spontaner leben, meint sie. In 4 Tagen fallen alle Einschränkungen, auch in Nachtclubs. Allerdings, sollten die Infektionszahlen wieder stark ansteigen, werden wir schnell reagieren. Daran will man jetzt einmal nicht denken. Touristen aus dem Ausland müssen aber immer noch einen Impfnachweis oder einen negativen PCR-Test vorlegen. Bei den Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko in Belarus war sie ein Symbol der Freiheit. Maria Kolesnikova, nun muss die 39-Jährige aber dafür 11 Jahre in ein Straflager. Die belarussische Opposition spricht von einem Unrechtsurteil. Paul Grese berichtet. Sie macht wie immer gute Miene, trotz des erwartbar harten Urteils. 11 Jahre Gefängnis für Maria Kolesnikova entscheidet das Gericht in Minsk. Ihr Mitstreiter Maxim Znak, hier links im Bild, bekommt 10 Jahre. Die beiden sollen eine illegale Machtübernahme in Belarus geplant haben, lautet der zentrale Vorwurf. Dieses Urteil ist rechtswidrig und unbegründet. Es basiert nicht auf Beweisen. Natürlich werden wir es beeinspruchen. Maria Kolesnikova steht im Vorjahr als eine von 3 Frauen an der Spitze der belarussischen Demokratiebewegung. Doch Machthaber Alexander Lukaschenko lässt die Präsidentschaftswahlen fälschen, schlägt die darauffolgenden Massenproteste brutal nieder und lässt seine Konkurrentinnen außer Landes bringen oder vor Gericht stellen, wie im Fall von Maria Kolesnikova. Das Regime von Alexander Lukaschenko zeigt mit dem heutigen Urteil wieder einmal, dass es sich nur noch mit 2 Methoden an der Macht hält, mit Gewalt und Gefängnisstrafen. Der völlig dezimierten Opposition bleibt nur die Hoffnung, dass Maria Kolesnikova noch vor dem Ende ihrer 11-jährigen Haftstrafe freikommt, nämlich dann, wenn Alexander Lukaschenko doch eines Tages die Macht abgibt oder abgeben muss. Neue österreichische Musik haben wir jetzt noch für Sie. Unter dem Namen Warnquadrat erreichte die Grazer Indie-Band vor einigen Jahren nationale Bekanntheit. Jetzt hat sie sich neu formiert, nennt sich Grand Hotel Schilling
und hat ein Album draußen. Mir wäre lieber, wir bleiben hier. Ihr Sound ist vom britischen Indie-Pop der 2000er Jahre inspiriert. Die Musik soll zum Tanzen anregen und den eigenen Alltag vergessen lassen. Das Credo der Band lautet: die Schönheit des intellektuellen Kapitulierens. Es liegt schon eine Kraft darin, wenn man mal nicht nachdenkt oder mal nicht sein Hirn einschaltet. Das kann auch heutzutage ein Statement sein, finde ich. Der Bandname Grand Hotel Schilling ist bewusst gewählt. Ist doch ein Hotel ein Ort, wo unterschiedlichste Lebensentwürfe aufeinandertreffen. Auf unserem Album haben wir uns eigentlich mit unserem Leben beschäftigt. Es geht um Trauer, es geht um Ängste, es geht aber auch um positive Situationen und vor allem auch um Humor. Die 12 Lieder bieten poppigen Indie-Sound, der bei Live-Konzerten noch weitaus rockiger klingt, wie die 4 jungen Musiker versichern. Aber auch das Wetter zum Tanzen anregt, das schauen wir uns jetzt an. Morgen gibt es eine Mischung aus Wolken und Sonnenschein. Regenschauer entstehen nur ganz vereinzelt. Die Höchstwerte wie heute 22 bis 26 Grad. Ab Mittwoch scheint dann wieder meist die Sonne und das bei spätsommerlichen Temperaturen. Ein paar Schauer sind aber besonders am Freitag möglich. Und das war's von uns aus dem Infostudio. Danke fürs Dabeisein. Noch eine gute Nacht und bis morgen.